Das heutige Markenflüster ist ein bisschen ungewöhnlich, denn ich will die Frage diskutieren bzw. ein Schlaglicht drauf werfen, ob man jetzt in die Aktienmärkte noch einsteigen soll, ja oder nein. Normalerweise versuche ich ja irgendwie konkrete Investmentempfehlungen zu verhindern. Warum? Weil ich versuche eben die Quintessenz dessen darzustellen, was da abläuft, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, jenseits des Tagesgeschehens, aber eben auch teilweise das Tagesgeschehen eben auf den Punkt bringen, das rauszupicken, was wir vielleicht übergeordnet von Relevanz ist. Das ist eigentlich das Programm, das ich habe. Es wird immer wieder verwechselt. Ich sei, würde Crashes hier herbeireden etc. Naja, das ist leider falsch. Ich versuche einfach nur die Absurdität, die Exzesse der Finanzmärkte zu zeigen und das ein bisschen manchmal abzugleichen mit der ökonomischen Realität. That's it. Das ist eigentlich das, was ich machen will. Aber ich versuche in diesem Video eben dieses Schlaglicht zu werfen, soll man jetzt noch ansteigen, und unterscheide dabei zwischen investieren und spekulieren. Und natürlich, mit dem, was ich sage, kann ich mich richtig irren. Das ist sozusagen die Quintessenz jeder Prognose. Die kann richtig sein, die kann in Teilen richtig sein oder die kann komplett verkehrt sein. Also das ist ein gewisses Risiko, das man da eingeht, aber ich versuche ein Szenario zu entwerfen, das zumindest nicht unwahrscheinlich ist, das eine gewisse Logik hat wahrscheinlich und das Sie vielleicht als Anregung nehmen können, wie Sie sich selber positionieren. Fangen wir mal an mit dieser Aussage aus der Financial Times, wo jemand sagt, das letzte Mal, als wir einen solchen Upbeat-Zeitgeist, auch die Amerikaner sagen, dieses herrliche deutsche Wort Zeitgeist, das ist ja wirklich die Kunst der deutschen Sprache, in einem sehr kurzen Wort einen riesigen Bedeutungszusammenhang auf den Punkt zu bringen. Also hier die Financial Times, dieser euphorische Zeitgeist, der nicht sofort mit einem Rückgang der Märkte endete, war zuletzt im Jahr 1999 das City Panic Euphoria Model. Würde eigentlich indizieren, dass wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% in den nächsten 12 Monaten oder in 12 Monaten tiefere Aktienkurse sehen. Dieser City Panic Euphoria Index, den habe ich schon öfter gezeigt, zeigt letztendlich, wie überhitzt die Märkte sind. Und die Bewertungen sind natürlich extrem hoch, so hoch wie kaum jemals zuvor in der Geschichte, aber das kann man natürlich irgendwie rechtfertigen, indem man sagt, naja, wir haben die massive Liquiditätsflutung der Notenbanken. Im Grunde fließt das Geld einfach dann auch in die Märkte, es fließt in Assets, in Immobilien, aber eben auch in Aktien, sodass eben die Bewertungen höher sind. Die Katze frisst eben, wenn der Napf durch die Notenbanken hingestellt werden, und wenn der nächste Napf kommt, wird weitergefressen und weitergefressen. Und noch ist es ja so, mit Ausnahme der Bank of Canada, dass die Notenbanken auf dem Gaspedal stehen. Die Grundfrage ist aber, bleibt das so? Und wenn nein, wann wird sich das Ganze ändern? Das ist die große Frage. Und da kommt eben dann diese Perspektive investieren oder spekulieren in den Fokus. Schauen wir uns hier mal das an, was PIMCO jetzt zum Beispiel seinen Investoren sagt. Dieser gigantische Verwalter, Anleihehaus, vorwiegend LR-Jan, diese Größen sind dort ja tätig gewesen. Und hier sagt man, wir werden vor allem in den USA aufgrund höherer Rohstoffpreise, aufgrund Trade Bottlenecks, also Flaschenhälsen, die dazu führen, dass wir Lieferprobleme haben, Lieferketten-Schwierigkeiten haben, werden wir einen massiven Anstieg der Inflation sehen. Und genau das Szenario sehe ich auch, dass wir zumindest deutlich höhere Preise sehen und diese Inflation nicht transitory ist, wie die Fed und andere Notenbanken sagen, also vorübergehend, sondern dass das etwas ist, was dauerhaft ist. Was hat uns diese Corona-Krise beschert? Die hat uns eigentlich einen Deglobalisierungsprozess beschert. Wir haben gelernt, dass es vielleicht sinnvoll ist, bestimmte Dinge hier in Deutschland herzustellen oder in dem jeweiligen Heimatland, damit man nicht abhängig ist, dass vom Ausland was reinkommt, weil da vielleicht nicht geliefert wird, nicht geliefert werden kann, weil Grenzen geschlossen sind. All das waren ja Perspektiven, die vor Corona eigentlich überhaupt nicht vorhanden waren. Dementsprechend dürfte vieles dann eben hier hergestellt werden. Das können wir aber nicht zu den Kosten, die vorher oder zu den Preisen, die vorher der Fall waren. Dementsprechend dürfte das also schon mal per se Preissteigerungen nach sich ziehen.
Und wir werden wahrscheinlich, wenn hier in Europa der Lockdown irgendwann mal aufhören sollte, in den USA ist das ja weitgehend schon alles abgefrühstückt, dann werden wir natürlich Nachholeffekte haben, gar keine Frage. Aber wie dauerhaft sind diese Nachholeffekte? Wahrscheinlich nicht sehr dauerhaft. Dann wird all das wieder sozusagen auf ein normales Niveau zurückkommen. Und vor der Corona-Krise hatten wir ja auch jetzt nicht gerade das Mega-Wachstum. Das war ja alles ziemlich bescheiden, was da passiert ist. Warum das nach der Corona-Krise, nach dem ersten Sugar Rush dann besser werden soll, erschließt sich mir nicht, zumal hier ja einige Schäden durchaus der Fall sind. Wenn wir uns jetzt mal diesen Tweet von Lance Roberts anschauen, den ich wirklich sehr interessant finde. Wir sehen zwar jetzt in letzter Zeit in so ein bisschen ein Nachholeffekte bei Investitionen. Die Firmen haben in der Corona-Krise wenig investiert. Jetzt sehen wir, dass ein bisschen mehr investiert wird, aber insgesamt sind wir da weit, weit unter Trend. Das heißt, Lance Roberts stellt hier die richtige Frage, naja, wenn jetzt die Wirtschaft wirklich so stark wachsen würde, was bräuchte es dann? Dann bräuchten wir natürlich eigentlich Investitionen und vor allem müssten dann die Unternehmen sagen, ja, wir haben Bedarf nach Investitionen. Wenn man aber jetzt mal die Unternehmen eben befragt, ja, warum investiert ihr nicht? Dann sagen jetzt deutlich mehr Unternehmen, das ist hier der dunkelblaue Balken im ersten Quartal 2021 als noch im dritten Quartal des Vorjahres, sagen also deutlich mehr Unternehmen, nee, wir haben gar keinen Bedarf zu investieren. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Das spricht gegen einen nachhaltigen oder das spricht gegen die These, dass dieser Boom, wenn er denn kommt, nachhaltig sein wird nach der Corona-Krise oder wenn das Problem mit Corona so einigermaßen im Griff ist. Das wird nach meiner Auffassung ein kurzer Sugar Rush sein und dann wird das alles wieder so ein bisschen in sich zusammenfallen, möglicherweise aber gleichzeitig die Preise eben doch weiter steigen, so eine Art Stagflation, also stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitig weiter steigenden Preisen. Und dann müssten die Notenbanken eben das tun, was sie tun müssen, wenn das Ganze nicht eskalieren soll. Sie müssen die Geldpolitik strafen, beginnend mit dem Tapering. Die Bank of Canada hat jetzt als erste das schon ins Feld geführt oder will das machen. Und im zweiten Schritt vielleicht dann Zinsanhebungen, aber auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zu dem, was derzeit der Fall ist, nämlich Notenbanken im Vollgasmodus, so wie heute wieder mal Madame Lagarde das bestätigt hat. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich in der Phase, wo die allermeisten Gewinne der Aktienmärkte schon abgefrühstückt sind, wo dieser Boom, den man erwartet, schon eingepreist ist. Es kann weiter nach oben gehen, gar keine Frage. Darauf kann man spekulieren, im kürzeren, vielleicht sogar mittleren Zeitfenster, aber im längeren Zeitfenster. Und das umschreibt der Begriff investieren, denke ich, wird die ganze Geschichte schwierig, wenn wir uns mal die Bewertungen praktisch auf Allzeithoch anschauen, gerechtfertigt, wie gesagt, durch die Liquiditätszunahmis der Notenbanken, die aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht ewig sind, weil sonst die Dinge aus dem Ruder laufen. Dann stellt sich eben die Frage, ob investieren jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob man also mit einer vieljährigen Erwartung, mit einer 5-, 10-, 20-jährigen Erwartung jetzt zu diesen Bewertungsniveaus einsteigen sollte. Das mal ein kleiner Abriss zu dieser Frage und jetzt vielleicht auch mal das Thema Gerechtigkeit ein bisschen. Hier sehen wir mal das, was faktisch hier an Steuerbelastung für Unternehmen und für Privatpersonen der Fall ist. Das, was massiv nach oben gegangen ist, das ist die Steuerbelastung der Privatpersonen. Das, was kaum nach oben gegangen ist, ist die Steuerbelastung der Unternehmen. Und der Staat hat vor allem den Unternehmen geholfen, hat die Steuern gesenkt, hat teilweise Unternehmen ausgebailt, also gerettet. Da ist eine massive Schieflage. Und deswegen ist es richtig, wenn jetzt mal auch über eine Steueranhebung für Unternehmen in den USA nachgedacht wird. 21% ist extrem gering. Ist es richtig, dass man sagt, wir machen einen Mindeststeuersatz von 21%, zum Beispiel in allen westlichen Ländern, was Janet Yellen vorgeschlagen hat. Und wir sehen, dass eben die Opfer dieser Corona-Krise vorwiegend diejenigen sind, die vorher schon wenig verdient hatten, während diejenigen, die vorher schon gut verdient haben, die verdienen jetzt mehr als vor der Corona-Krise. Diejenigen, die weniger gute Jobs haben, gut bezahlte Jobs haben, haben nur 85% jetzt dessen, was sie vorher verdient haben. Man kann das auch, oder ich könnte auch Ihnen Grafiken zeigen mit dem Bildungsniveau, also Schulabschluss. Je geringer der Schulabschluss, umso härter hat die Leute diese Krise getroffen. Und hier nochmal Goldman Sachs, die sagen ja, also wir sind jetzt eigentlich schon am Peak dieser Entwicklung.
Da wird jetzt vielleicht noch der letzte Zuckerguss obendrauf kommen. Normalerweise reagieren die Aktienmärkte, wenn wir eine Situation haben wie jetzt mit dem ISM-Index über 60. Das sind extrem hohe Werte, normalerweise nicht so fürchterlich gut. Aber dieses Quartal könnte nochmal ein ziemlicher Burner werden. Vielleicht das beste Quartal seit dem dritten Quartal 2018. Hier sehen wir das mal in der Grafik. Man projiziert also jetzt für dieses erste Quartal neue Rekorde, wenn man so will. Das rechtfertigt dann vielleicht die eine oder andere Bewertung oder auch nicht. Das ist eben die Frage. Jedenfalls dürfte dieses Quartal nochmal ziemlich gut werden. Es hat ja auch relativ gut angefangen, was die US-Berichtssaison und andere auch betrifft. Aber wir haben natürlich diese ganze Corona-Thematik. Und jetzt hat sich hier Scott Gottlieb, der Virologenpapst, kann man sagen, in den USA, der zufällig auch noch gleich im Aufsichtsrat von Pfizer sitzt, der hat gesagt, ja, also das Problem mit Corona wird uns bleiben. Diese Coronaviren sind Viren, die eben im Spätwinter vor allem auftreten. Dezember, Januar, dann ihre Wirkung Februar, März entfalten, sodass wir wahrscheinlich nicht wie noch vor der Corona-Krise uns geballt in einem Hinterzimmer eines Restaurants treffen und Party machen können. Das wird dann in der Wintersaison nach wie vor nicht passieren. Also er weist darauf hin, wie eine Welt aussieht, wenn Corona weitgehend im Griff ist, aber eben nicht verschwunden ist. Wahrscheinlich müssen wir dann jedes Mal im Herbst gucken, wie wir uns in diese Geschichte einfinden. Das finde ich eine interessante Geschichte. Wie geht es weiter nach Corona, wenn das mal so einigermaßen überwunden werden sollte? Jetzt in Sachen Corona noch interessante. Johnson & Johnson, da gab es offenkundig Schwierigkeiten, denn da hat man offenkundig Zusammenwirkungsstoffe oder Teile des Impfstoffes verwechselt und zusammengepanscht, nämlich die von Johnson & Johnson und die von AstraZeneca. Oha, ja, wenn Sie Pech haben, haben Sie vielleicht da noch ganz was anderes drin. Diese Firmen wie AstraZeneca, die stellen ja diese Impfstoffe nicht selber her, sondern beauftragen externe Firmen, diese Impfstoffe dann zu produzieren. Die produzieren aber auch ganz andere Dinge, Medikamente, vielerlei andere Geschichten. Ja, wenn Sie Pech haben, nachher haben Sie praktisch dann ein bisschen Viagra reingemischt, ne? Und dann haben Sie eine Viagra-Impfung. Apropos Viagra-Impfung, hier sehen wir, wie viele Aktien über ihren 200-Tages-Durchschnitt handeln im S&P 500. Ich hatte das heute Morgen im Videoausblick thematisiert. 97% absoluter Höchstwert. Und dann kann man sagen, ja, die letzten 3%, die kommen vielleicht auch irgendwann noch. Aber das sind schon historisch hohe Dinge, die da oder hohe Kriterien, die hier der Fall sind, wo sich dann eben die Frage stellt, ja, wie viel besser kann es noch werden? Und wir sehen aber gleichzeitig, wie Sven Henrik hier zeigt, dass eben nur 201 dieser 500 Unternehmen neue Highs gemacht haben in Relation zu neuen Tiefs, also neue Hochs in Relation zu neuen Tiefs. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich bei einer so überragenden Zahl von Aktien, die über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln, dass wir da nicht eine größere Beteiligung sehen, auch mit neuen Hochs. Also hier sieht Henrik eine Divergenz. Und diese Divergenz, die betrifft auch dann den Russell 2000 in Relation zum S&P 500. Hier sehen wir, das ist in der Geschichte seit den Jahren 1990 kaum vorgekommen, dass die Differenz zwischen Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt im S&P 500 in Relation zum Russell 2000, deren Aktien über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln, so miserabel war, was den Russell 2000 betrifft. Eigentlich ja den Index, der am meisten profitieren sollte von dieser Reopening Story, von dieser Reflation Story, und derzeit ist das Sentiment an den Märkten durchaus euphorisch. Hier sehen wir AAII Investor Sentiment, da werden also amerikanische Privatinvestoren gefragt. Die Bullen sind gar nicht mal viel mehr geworden, 52,7%, aber die Bären sind sehr wenig geworden, jetzt 20%, auch hier sozusagen fast schon Peak Euphorie. Euphorie ist derzeit nicht das Thema bei Tesla, nachdem jetzt China den Herrschaften um Elon Musk immer mehr Schwierigkeiten macht. Musk musste sich da ja praktisch entschuldigen für Tesla, weil hier eine Demonstrantin bei einer Autoshow in China, in Shanghai, auf einen Tesla gestiegen hat und darauf hinweisen wollte, dass ihre Bremsen irgendwie scheinbar nicht so wirklich funktioniert hatten. Daraufhin hat sich Tesla ein bisschen aufgeregt, ja, hier auf einer Autoshow sowas zu machen, das geht ja gar nicht. Daraufhin ein Shitstorm in China, daraufhin Tesla sich entschuldigt, jetzt kartet hier die Global Times nochmal nach und sagt, ja, das reicht aber nicht, das ist eine Warnung für
ausländische Firmen, die glauben, sie könnten sich da über die Wünsche der chinesischen Konsumenten hinwegsetzen. Also ein deutlicher Fingerzeig, nehmt uns ernst, wir wissen, dass wir hier die Superpower werden. Und da muss Tesla ganz schön zu Kreuze kriechen. Es hat nochmal heute dann gesagt, ja, ja, wir werden also die Wünsche der chinesischen Konsumenten natürlich respektieren. Kommen wir zurück nochmal nach Europa. Die Credit Suisse heute mit einer Kapitalerhöhung, überraschend die Aktie deutlich im Minus. Da hat man offenkundig nach wie vor Probleme mit Archegos, mit Positionen, die offenkundig immer noch nicht geschlossen sind. Und interessant ist auch, dass die Quatsch-Kryptowährung Dogecoin oder wie auch immer jetzt die doppelte Marktkapitalisierung hat, als die Credit Suisse, immerhin ja eine weltweit nicht völlig unbedeutende Bank. Und kommen wir abschließend nochmal nach Deutschland. Wirecard, da heute Untersuchungsausschuss, und da hat sich unser Olaf, der Scholzomat aus Altona, der hat jetzt erklärt, also er hätte dann teilweise wohl in Sachen Wirecard über private E-Mails und private SMS kommuniziert, aber die würde er immer löschen. Erst hat er gesagt, er hat nur dienstlich über seine Dienstorgane sozusagen kommuniziert, über seine Dienstmedien, offizielle E-Mail-Adresse als eben Finanzminister. Dann hat er das ein bisschen revidiert und gesagt, nee, ich habe auch privat, aber die lösche ich immer sofort, also die habe ich nicht. Scholz meint, ich habe alles richtig gemacht, auf Basis der damals verfügbaren Informationen, aber diese verfügbaren Informationen, die sind heute gar nicht so viel anders als sie damals schon, nur hat man es eben nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Und hier der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer, der auch gleichzeitig hier in diesem Untersuchungsausschuss ist und Scholz befragt hat, findet das sehr, sehr merkwürdig, was Herr Scholz gesagt hat. Angeblich alle privaten Mails und SMS löschen. Wer das glaubt, wird unbedingt selig. Wer Kontakt hat mit Personen, die Scholz ganz gut kennen, und dazu zähle ich, dann weiß man, dass der so ziemlich gar nichts löscht. Das ist ein eher bürokratischer, penibler Typ, der natürlich in Netzwerken agiert. Glauben Sie wirklich, dass der zum Beispiel private Mails oder Mails, SMS an Angela Merkel löscht? Das glaube ich nicht. Das ist ein Netzwerker, der sozusagen diese Dinge aufhebt, weil er sie vielleicht irgendwann brauchen kann. Also hier schon sehr, sehr halbseitig, was Scholz da gesagt hat. Und Hauer hat ihn ganz schön in die Pfanne gehauen. Mal sehen, wie er das politisch verkraften wird. Wahrscheinlich ist der Teflon Olaf da wieder richtig gut dabei, zu erklären, warum all das er nicht hat wissen können und die ganze Geschichte natürlich überhaupt nicht seine Schuld ist, wie damals auch bei diesen Cum-Ex-Geschichten der Hamburger Warburg Bank. Völlig klar. Das soll es erstmal gewesen sein. Eine kleine Skizze dessen, was möglicherweise in Zukunft zu erwarten ist. Wie gesagt, damit lehne ich mich aus dem Fenster. Das riskiere ich. Viele sagen immer, ja Mensch, ich soll doch eher mal sagen, was man tun soll. Ich weiß nicht, was man tun soll. Ich kann nur Perspektiven entwerfen. Ich mache das meine, Sie machen das Ihrige. Ich versuche Ihnen eine Skizze zu zeigen, eine Entscheidungshilfe vielleicht für Ihre Entscheidung zu geben. That's it, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.